Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K22, immer noch in der My Rise Karriere, My Story, wie auch immer. Meine Story auf Deutsch, ja. Ich bin jetzt mal wieder zurück zu Dakota Kai, habe das ganze Gespräch schon wieder gemacht und wir nehmen das Ganze jetzt an. Denn den Plan, den ich beim letzten Mal noch verfolgt habe, oder angedeutet habe, den würde ich dann jetzt gerne noch zu Ende verfolgen. Und zwar, dass wir dann wirklich sagen, wir nehmen die Fehde mit. Wir zusammen mit Dakota Kai gegen Johnny Gargano und Candice LeRae. Was dann wahrscheinlich darin gipfeln wird, dass Johnny Gargano gegen uns antreten wird um den NXT-Titel. Und dann können wir uns vielleicht dann doch mit diesem Knall verabschieden, bevor wir dann zu William Regal gehen und sagen, jo, ich will beim Shake-Up dabei sein. Also ja, ich werde diese Woche in WWE NXT eine sensationelle Ankündigung machen. Johnny Gargano und Candice LeRae sollten die Ohren spitzen. Die Gerüchte sind wahr. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Warum? Warum macht man sowas? Ja, dann erzähl mal. Bin sehr gespannt. Ach, und Johnny, das Kind ist nicht von dir. Oder so. Ich bin all week to hear this major announcement from the NXT champion, so let's find out what he has to say. There's been a lot of rumors and innuendo going around social media the past few weeks, so I'm here tonight to set the record straight. My big announcement is that everything you read is true. I was, in fact, romantically involved with Candice LeRae before she married Johnny Gargano. That's right. She was mine before she was his. It all started in 2015 when Johnny Gargano had just signed with NXT. He put every ounce of his time and energy into making it here and becoming the Johnny Wrestling that you know today. But to achieve all that, he ended up spending more time with his tag partner, Tommaso Ciampa, than his romantic partner, Candice LeRae. Candice was lonely, and things got worse when her boyfriend didn't have the guts to ask NXT management to consider signing her too. She started to think that maybe he was intentionally holding her back, scared that if she got a chance in NXT, she would outshine him. Nonetheless, she needed a shoulder to cry on, and that shoulder was mine. We dated for a bit, and it was okay, but then I got bored and broke things off, and that's when she went crawling back to John. They ended up getting engaged, and the rest is history. So that's right, Johnny. Everything you've seen and heard is true. Your wife is a fake. If you or anyone else doesn't believe any of this, that's okay, because I have proof of every conversation, every late night text, every DM, every... It's Johnny Gargano! He heard enough! And Gargano's taking it to the NXT champion. Can you blame him after everything that the champion said? Right, we don't know what's true or not, but one thing's apparent. Johnny Gargano is extremely upset. We know these are lies, and so does Gargano. That's why he's so angry. The NXT champion clearly wants no part of this, happy to stir the pot and then run away. He's not running away, he was attacked. You expect him to stand there and take that? I don't know what to expect, but hopefully we get to the bottom of all this sooner rather than later. Das wäre ja das wäre ja so eine Storyline, bei der ich abschalten würde, ne? Wo ich mir das Match am Ende angucken würde, weil es geiles Wrestling verspricht und so. Aber wo ich den ganzen Verlauf eher nicht hören will. Bevor mich Johnny Gargano angriff, wollte ich gerade sagen, dass ich einen Beweis für die Wahrheit meiner Aussagen habe. Werde bald auspacken. Es gibt keinen Beweis. Halt die Klappe und hör auf, Lügen über meine Frau zu verbreiten. Andernfalls kriegst du es mit mir zu tun und das wird schlimmer sein als unsere erste Begegnung. So. Ich habe Alex Stream einmal bei einem Indie-Match getroffen. Vor seinem Beitritt zur WWE. Das war es auch schon. Er lügt wie gedruckt, um meinen Mann klein zu kriegen. Das wird nicht funktionieren.
Komm schon, Candice, tu nicht so, als wären das nicht die besten 2 Monate deines Lebens gewesen. Ich hab dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Was jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Wenn ich mir alles ausgedacht habe, warum bist du dann so wütend? Interessant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Cool. It's a new day. Yes, it is. Also, es kann jetzt auch sein, dass ich einfach falsch rangehe an solche Sachen, aber müsste Johnny nicht vielleicht erst mal mit seiner Frau drüber reden? Also, so richtig drüber reden? Anstatt auf den Typen loszugehen, der erstmal nur was behauptet? Und wenn Candice ihm dann wirklich versichert, glaubhaft versichert, dass da nichts war, dann kann er immer noch auf mich losgehen. Aber gut. This guy is the real deal. The following contest is scheduled for 1 fall, making his way to the ring from Cologne, Germany, weighing in at 332 pounds, the NXT champion, Alex Extreme. Some fans So, jetzt bin ich mal gespannt. Kushida. Mal wieder Kushida. And here we have a superstar who's been grinding his teeth at the Performance Center as of late. Yeah, a consistent work ethic is what you're talking about, Michael. He's not someone who will rest on his laurels. He never has been, and that dedication is what puts him in position to win tonight. Also in the ring is Kushida, a man whose innovative offense truly makes him ahead of his time. Kushida is constantly inventing new attacks and looking for new ways to tie his opponents up in knots. Yeah, taking flight. Oh, splash. Catches the leg. Oh, sehr schöner Konter. Saw that coming from Kushida. Dann wieder unser Full Nelson Chokeslam. Und ein Konter von Kushida. Oh nein, den hatten wir schon. Egal. Der macht viel Schaden. Kushida's wishing he could have turned back time to prevent these attacks. Oh yeah, let's just all take a moment to try Johnny. And embrace his presence. Candice und Johnny. Führe einen Standschlag aus. Ja. Now the NXT champion looks to be in complete control of this match. Despite all the outside noise, he's locked in tonight. It's Johnny Gargano, and he's all over the champion. Hallo, das war die Danke. Wouldn't you after everything the champion has said about Candice LeRae? Speaking of Candice, it looks like she's here too. And she didn't come empty-handed. Candice LeRae is going to get some revenge. Dakota. For all the lies and disparaging remarks. Dakota. You know their lies. Hallo. Wait, what is Dakota doing here? Apparently she sided with the champion in all this. Dakota nails Candice with a chair. Low blow to Gargano. I can't believe these two are working together. DDT out of the chair. We've seen Dakota Kai chime in on the champion's claims on social media, but now she just took her support to a whole new level. I don't know about anyone else, but I'd really like some answers right now. Whether there's any truth to all this or it's simply just mind games from the champion, it's certainly taking a toll on NXT's first couple. Gefällt mir. Jetzt kommt der Teil, der spannend ist, wie ich finde.
Du fragst dich vielleicht, warum sich Dakota Kai für mich ins Zeug legt. Das darf sie erklären, aber sie ist der Beweis. Oh cool, 1 von 2 und 2 von 2. Mhm. Ja, ich warte erstmal ab. Und jetzt. Nein, ach, Hilfe. Ja, ist ja gut. So. 1 von 2. Das stimmt, ich bin es leid, einen Freund zu schützen, der seit Jahren nicht für mich da ist. Alles, was Alex Streams gesagt hat, ist wahr. Ich weiß das, weil sich mir Candice LeRae damals anvertraut hat. 2 von 2. Das Schlimmste ist, dass Candice, nachdem Alex Stream mit ihr Schluss gemacht hatte, meinte, sie würde nur deshalb wieder zu Johnny zurückkehren, um einen Job bei NXT zu kriegen. Schrecklich. Eine Ehe, die auf Lügen basiert. Okay, Dakota Kai. Hübscher Beweis. Keine Ahnung, warum du das tust. Geld? Eifersucht? Ich habe aufgehört, mit dir zu reden, weil ich dir nicht vertrauen konnte. Eindeutig. Halt die Klappe. Schluss damit, Alex Stream, oder das wird noch richtig böse. Für wen? Dich? Deine Frau? Euch beide? Die Sache ist ganz schön eskaliert. Keine Angriffe mehr. Ihr werdet das im Ring mit einem No-DQ-Match für die NXT Championship klären. Aber vorher werdet ihr vier euch in einem Mixed Tag Team Match bei NXT gegenüberstehen. Freue mich schon irre, dich wiederzusehen, Candice. Full Heel Mode activated. Du machst das echt gut. Der Geistesblitz. Achso. Dass sie nur für einen Job bei NXT zu Johnny zurückgekehrt wäre. Respekt. Danke. Ich glaube echt, dass er sich nicht mehr auf den Titelkampf konzentrieren kann. Ich auch. Wie sieht es also mit dem Women's Championship Match für mich aus? Das hatten wir so abgemacht, weißt du noch? Bis jetzt noch nichts Offizielles, aber keine Sorge, das findet statt. Konzentrieren wir uns fürs Erste auf das Mixed Tag Team Match und meinen Titel. Hintergehen wir jetzt auch noch Dakota? Nutzen wir jetzt alle für uns aus? Ich liebe es. Na, also wenn arschig, dann halt richtig. Und sehen wir es mal so, Mixed Tag Team Match. Könnte mit Dakota halt richtig Spaß machen zu spielen. Die hatten ganz interessantes Moveset. The following contest is scheduled for one fall on the way to the ring at a combined weight of 453 pounds. Alex Extreme. Ja gut, das hätte ich vielleicht noch bearbeiten sollen. Die Bewegung dazu ist halt ein bisschen, naja. Was? Das ist wie die Fanfiction. Die bei uns Texte geschrieben hat. Alles klar. Ich wiege alleine schon mehr als die beiden zusammen. Das ist ja herrlich. The time for talk is over as the NXT champion teams up with Dakota Kai to take on the first couple of NXT to settle an issue that stuttered over allegations that have rocked the locker room. It's rocked the entire cool. WWE universe, Cole. It doesn't get any juicier than this, and you have to love it. Oh, grow up, Corey. Does anybody actually believe the NXT champion's lies? Here's a better question. Does it matter? Das ist richtig cool. So, schöner Armdrag. Und Shiranui gekontert in den Power Slam. Superstar trying to stay a step ahead. Left by the turnbuckles. So, nächstes Double Team Manöver. Manöver.
Okay. Ja, aber so kannst du es dann auf jeden Fall gewährleisten, dass du den Pin ungestört durchziehen kannst. Finde ich ganz cool. So. Aber Johnny ist halt schon ein krasser. In eine Powerbomb? Ernsthaft? Also für mich sah das nicht aus wie eine Powerbomb, Cole, aber ist okay. So, nochmal. Alles klar. Scheint aber so, als wenn jeder sein eigenes... Also wirklich nur den einen... Doppelteam-Move hat. Ich dachte, man könnte das irgendwie noch beeinflussen. So, Candice kontert, wir kontern zurück. Nur damit Candice nochmal kontern kann. Schön in den Bulldog. Und Top-Rope-Action von Dakota Kai. Mit dem Double Footstorm. Sehr schöne Kickserie und dann gibt's den hinterher. Und jetzt Chiropractor oder? Ich glaube, der heißt Chiropractor, oder? Wir werden es nicht rausfinden. Okay, cool. Hi, Johnny. Wir bleiben aber standhaft. Bis die Shiranui kommt und dann sind wir auf dem Rücken. Schön gemacht von Johnny. Und dann geht es einmal in den Brainbuster oder auch nicht. Werden ausgekontert und dann mit dem German Suplex einmal hier richtig, richtig schön gefällt. Ja, komm, Candice. Wow. Noch eine Shiranui? Natürlich! Okay, Candice hat einen Finisher. Da müssen wir aufpassen mit Dakota gleich. Aber ich glaube, Johnny ist auch nicht mehr so weit von weg. Ja doch, ich glaube, er zielt schon auf den, ja, auf den Signature ab und da gibt's den DDT auf den Apron. So, komm rein, Johnny. Und wird direkt abgeräumt. Oh,
thinking one more time will be the charm. Break the jaw. What a shot. Under the ropes now. Autsch. Und wieder Johnny. Ihr wechselt aber sehr schnell, liebe Freunde. Nein, 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 nein. Gargano Escape. Gargano Escape. Oh Gott. Oh, danke. Oh, ganz falsche Ecke hier. Ganz falsche Ecke. Aber Johnny wartet. Johnny ist ein ganz netter. Und Candice hat ein Problem. Nein. Brainbuster. Oh, schön. Detonation Kick. Nein, ach komm. Und Johnny hat auch ein Problem irgendwie. Scheint gerade auf jeden Fall nicht so einfach zu sein, auf dem Apron zu stehen. So, jetzt kommt der Chiropractor. Was? Wer verprügelt da wen? Natürlich. Na komm, Candice. Der nächste Detonation Kick. Ihr macht Scherze. Ja, Johnny, komm. Candice ist gerade ausgenockt. Ach, Johnny. Jetzt komm rein. Und dann gibt's direkt den Air Raid Crash. Und ein Rope Break. Okay, wenn ich jetzt noch ganz kurz warte. Okay. Ja, Candice geht irgendwie nicht in ihre Ecke rein. Noch eine Shiranui.
Johnny Gargano wants to see his competition go away for good. Oh, das sieht gerade nicht gut aus. He must have seen that coming. Stops the kick. So, German Suplex, nein, einfach hier auf die Matte gelegt. Typical guy hiding behind his woman. So, also ihr könnt uns aber mal darauf einigen, dass Candice eigentlich schon echt kaputt ist. So, nächster Detonation Kick. Dakota Kai. Bang! Detonation Kick. The big gun fired yet again. So there's that. Look at this. She better have a good reason for this. Die nächsten Kicks. Oh, ich hätte es anders machen sollen. Chiropractor. She lets it go. She might have something else planned here. Drop kick hits hard, lands harder. And gone. Inside cradle applied, shoulders down. Frauen dürfen Männer ja attackieren, ne? Und Candice ist einfach ein auf wie heißen die Dinger? Aufstehmännchen? Nee. Steh auf, Männchen, so rum. Nur wenn wir halt mit Dakota Johnny angreifen, darf der nicht kontern. Weil wenn der kontert, ist das, oh, sehr schön. Wenn der kontert, ist das halt eine Disqualifikation. Yes. Sehr, sehr schön. Auch wenn es jetzt am Ende halt Suplex war, aber naja. Okay, das heißt, das Ding haben wir gewonnen. Aber der Johnny kriegt ja trotzdem noch sein NXT Championship Match. Johnny Gargano und Candice LeRae belastet es wohl ziemlich, dass die Wahrheit ans Tageslicht kam. Sie waren im Mixed Tag eindeutig nicht ganz bei der Sache, vor allem Candice. Ach, hör doch mal auf, so viel zu schreiben. Danke. Vor allem Candice, sie hat mich die ganze Zeit angestarrt. Du fehlst ihr. Wir haben uns das letzte Mal ungefähr zu der Zeit unterhalten, als du den Vertrag mit NXT unterzeichnet hast. Sie dachte, es wäre kein Problem für sie, dass ihr euch eine Umkleide teilt. Hat sich offensichtlich geirrt. Ich antworte auf keine der Lügen mehr. Du wirst im Ring noch genug von mir hören, wenn ich mir deine NXT Championship kralle. NXtreme. 100% Johnny Gargano. Wofür steht denn die 100? Hast du so oft was mit NXtreme gehabt?
Alter. Oh, ist das unangenehm gerade. Das Warten hat bald ein Ende. Keine Gerüchte mehr. Die Sache steigt. NXT versus Johnny Gargano. No DQ um die WWE NXT Championship bei NXT TakeOver. Ja, es geht weiter. Unser drittes TakeOver-Match und das dritte Mal ohne Disqualifikation. Wir sind ein sehr interessanter Champion. Irgendwie. Beziehungsweise ein sehr interessanter Takeover-Wrestler. So, und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt nach der Wrestling-Logik gehen, dann müsste sich... Dann müsste sich Johnny eigentlich den Titel holen. Bei In Your House. Introducing the champion, accompanied by Dakota Kai, from Cologne, Germany, weighing in at 332 pounds. He is the NXT champion, Alex Extreme. Remember, guys, the title is on the line here in this one. And I don't remember the last time the champ was in this much jeopardy, Cole. Tonight might just be the night the title changes hands. Ja, eigentlich müsste sich Johnny den Titel holen, weil es zur Story am besten passen würde. Andererseits wird es wahrscheinlich unser letztes großes Match, bevor wir in den Shake-Up gehen. Und als Champion sich zu verabschieden, wäre eigentlich auch ganz nice. Johnny Wrestling! And introducing the challenger, accompanied by Candice LeRae. Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, Johnny Gargano! So, ich notiere mir aber schon mal den Titel dieser Folge hier. Anders kann man es nicht beschreiben. Ihr seht ja jetzt, wie die Folge heißt, von daher. So, Johnny Wrestling oder auch Johnny Takeover. Die Namen sprechen für sich. Heart and Soul of NXT. Wir haben ihn im Tag Team Match gepinnt. Aber reicht's halt auch im Singles Bereich. Hier im Main Event bei NXT Takeover in Your House. Defended all across the globe on sold-out takeovers. This NXT title has a lot of prestige. Bisschen nervös bin ich ja schon. Und das heißt... Oh, da passiert noch mehr. Da passiert noch mehr. Wir sollen Johnny einfach nur Schaden zufügen. Ja gut, eigentlich klar, ne? Wenn die Frauen dabei sind, muss noch irgendwie eine Prügelei oder so passieren. Oder generell einmischen. Und jetzt gibt sie die Storms in den Rücken. Saito! Hoch mit dir. Champs got the pin to retain. Kick out.
Ja, reicht natürlich nicht. Also es hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Headbutt. In die Ecke. Ist egal welche. Naja, es sollte schon eine Ecke sein, ne? Fixing it. Luckily, the referee saw her and will put an end to this cheating immediately. Speaking of cheating, Candice LeRae now getting involved. Natürlich. Eieieiei. Was? Nach einem Superkick? Hope she's okay. Maybe we do, but the now former champion looks content to have gotten some form of payback on the first couple of NXT, intentional or not. I have a feeling this is far from over between these three. Also ja, ich hab's ja gesagt. Normalerweise müsste Johnny das gewinnen, aber nach einem Jawbreaker von Candice und einem Superkick von Johnny, ich meine, gut, das Match, ich hätte es noch länger ziehen können wahrscheinlich, aber naja. Gerechtigkeit, Wahrheit und richtig über falsch haben sich bei NXT TakeOver durchgesetzt. At New. Herz. Wahrheit? Bevor Johnny Gargano seine Frau dazu zwang, mich im Match anzugreifen, hat sie mir erzählt, was für einen gewaltigen Fehler sie gemacht hat. Darf ich jetzt? Alter, Leute. Hallo. So, danke. Was für einen gewaltigen Fehler sie gemacht hatte und dass sie das zwischen uns wieder gut machen und mir helfen wollte, ihn zu schlagen. Es ist vorbei. Du kannst jetzt aufhören. Wenn jemand dumm genug war, diesen Blödsinn zu glauben, habe ich jetzt endlich den Beweis, dass die Sache erstunken und erlogen war. Stimmt's, Dakota Kai? Ich gib's zu, L'Extreme hat mir eine Chance auf den NXT Women's Titel in Aussicht gestellt, wenn ich ihm dabei helfe, mit Lügen einen Vorteil gegenüber Gargano zu gewinnen. Er hat sich nicht an den Deal gehalten und mir reicht's jetzt. Kann alles mit DMs beweisen. Wow. Also das ist dein Beweis, Johnny Gargano, eine notorische Lügnerin? Dein Beweis war das doch auch. Und wenn sie nur eine Lügnerin ist, warum sollten wir dann ihren früheren Aussagen glauben? Jetzt wissen wir also, wo das Preisgeld von unserem Match hingewandert ist. Follow the money, Bestechung. Gib endlich auf, das ist armselig. Und übrigens, im Gegensatz zu dir, muss ich mir keine Lügen ausdenken, um meinen Titel zu behalten. Ich werde dich jederzeit gerne wiederschlagen. Okay, abgemacht. Die Wahrheit ist, dass ich besser bin als du. Und so wie ich mir deine Frau ausgeborgt habe, borgst du dir nur meinen Titel aus. Oh, der tut weh. Er hatte bessere Sprüche drauf, als ich sie schrieb. Ey, ich fand den nicht schlecht. Hallo? Ein Kampf reicht nicht, um diesen Krieg zu beenden. Der Rückkampf für die NXT Championship wird ein Last Man Standing Match bei WWE NXT sein.